begrüßen Sie. Begrüße Sie herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Was liest du? Unserer langen Buchnacht im WDR, wieder aus der Kulturkirche in Köln. Ich weiß, was Sie jetzt denken, angesichts dieses Hemdes. Sie sind sich nicht ganz im Klaren darüber, ob es das Hemd ist oder ob Sie delirieren. Das ist natürlich ein künstlerisches Mittel, das passt zum ersten Buch. Mein Gott, jetzt sehe ich das auch mal. Ist auch ein bisschen Köln. Es ist eine Humorsendung, ich bitte Sie. Wir haben heute eine ganz besondere Situation. Ich fange immer alleine an. Stelle ein Buch vor, dann kommt ein Gast. Und es ist so, der Gast wäre heute gewesen, Susanne Petzold, die musste ganz kurzfristig absagen. Die werden wir dann hoffentlich in der Weihnachtsstaffel sehen. Nun war es ja so, wir hatten das Buch und kein Gast mehr. Einen Tag vor der Sendung. Dann kann man ja nicht jemanden anrufen und sagen, du wirst dich wundern. Du bist plötzlich in der Sendung und wirst auch noch schnell über Nacht dieses Buch lesen. Und dann ist der Glücksfall eingetreten, dass wir die Autorin des Buches, was wir ja sonst eigentlich nicht machen, dass ein Autor sein eigenes Werk anpreist, aber in diesem Fall ist es gerechtfertigt und ist natürlich für mich auch sehr interessant. Bin auch ein bisschen aufgeregt. Das heißt, wir werden heute als Gast die Autorin des zweiten Buches, Halbnackte Bauarbeiter, ein Bestseller, Sie haben es vermutlich alle gelesen, Martina Brandl erwarten. Aber zunächst beginnen wir mit dem Buch Zum Hemd. Das Buch heißt Alk. Es ist voriges Jahr im Januar erschienen. Der Autor ist Simon Borowiak. Jetzt werden Sie sagen, Simon Borowiak, kenne Simone Borowiak mit Frau Rettich, die Czerny und ich, was auch erfolgreich mit Iris Berben und Olli Dietrich verfilmt wurde, ist dieselbe Person. Wir haben es mit einem sogenannten Transidentiker zu tun. Man sagt nicht transsexuell, weil das Problem nicht die Sexualität ist, sondern die Identität. Und Simone hat eine Geschlechtsanpassung, nicht Umwandlung, vorgenommen. Und jetzt ist es Simon. Und Alk ist ein Buch über alle Aspekte, nicht nur des Alkohols, sondern des Entzuges, der Entgiftung, auch in einer geschlossenen Psychiatrie. Alles, was Sie dazu wissen müssen, jetzt denken Sie, was? Dieses Buch ist knallhart und wird Sie erschüttern, vor allen Dingen, wenn Sie den Fragebogen mal durcharbeiten, anhand dessen Sie feststellen können, ob Sie vielleicht gefährdet sind. Also ich war erschüttert. Das Buch ist neben allen harten Fakten und allem Unangenehmen, was Sie natürlich erfahren, das Buch ist wahnsinnig komisch. Und deswegen, also ich wurde vom Verlag auch gebeten, ein kurzes Statement abzugeben und ich habe gesagt, tolles Buch, aber es kann ein bisschen die Freude am Saufen verleiten. Das war mein erster Leseeindruck. Ich fange einfach mal an, wir gucken, wie weit wir kommen, Sie kennen das ja. Vielleicht mal so ganz harmlos. Unsachlicher Zwischenruf, er nennt diese Sachen auch immer so nett. Es gibt Menschen, die ihrem sozialen Umfeld zuliebe eigentlich auf Anordnung der Weltgesundheitsorganisation ständig einen Kleben haben sollten, weil sie dann erst irgendwie ein Stück weit menschlich und sozialverträglich rüberkommen. Man denke nur an den Typus verbissen und verbiestert sowie an karrieregeile Ärmelschoner mit narzisstischem Totalschaden. Ja, das ist auch. Die Wissenschaft hat übrigens festgestellt, dass beim leichten Rausch biochemisch genau die gleiche Post abgeht wie beim sich verlieben. Dopamin, soweit das Auge reicht. Die Symptome gleichen einander ja auch verblüffend. Euphorie, geminderte Kritikfähigkeit, alles rosarot. Und ebenso wenig wie jemand von, sagen wir mal, 90 Gramm Alkohol dauerhaft breit ist. Ist jemand dauerhaft verliebt? Verliebtheit hat ihre natürliche Halbwertszeit, geht erst langsam zurück, dann allmählich vorüber, es folgen Kater und Depression, Klammer auf, Ehe und Familie.
Und wer erneut berauscht sein will, braucht dafür die nächste Flasche. Klammer auf, Freundin, Klammer zu. Das mag zynisch klingen, sind aber die knallharten biologischen Fakten. Leute, hat sich was mit ewiger Treue, darauf ist die Natur nicht eingerichtet. Das ganze Leben ist nur eine Abfolge von mehr oder minder kurzen Strohfeuern. Die einzige Konstante ist und bleibt die Veränderung. Diskutieren Sie diese These mit Ihrem Partner. Falls Sie noch mit ihm reden. Etwas zur Geschichte des Alkohols. Also ich versuche Ihnen so die schlimmsten Dinge zu ersparen, um Ihnen auch den Abend nicht ganz zu verderben. Das müssen Sie dann bitte aber zu Hause nacharbeiten, ne, wenn Sie das Buch kaufen. Dies Leben ist nicht anders als im besoffenen Zustand zu ertragen. Goethe. Also jetzt mal ein bisschen zur Geschichte. In grauer Vorzeit fraßen unsere Vorfahren vergorene Früchte. Ergebnis, der Neandertaler führt ein Tänzchen auf, kneift kichern Mammuts in den Arsch und knickt seinem Höhlennachbarn die Antenne ab. Punkt. Überspringen wir ein paar Jahre. Es wurde, 8000 vor Christus begann der vordere Orient mit Ackerbau. Bekanntlich fällt beim Ackerbau eine Menge Getreide an. Da stehen sie also da mit ihren Silos und sagen, was tun, sprach Zeus. So kam das Bier zur Welt. Es wurde aus allem zusammengemanscht, was die jeweilige... Was die jeweilige Region so hergab. Hirse, Mais, Reis und Co. Es entwickelte sich eine Bierkultur. Bier wurde nicht nur zum Nahrungsmittel, auch zum Zahlungsmittel. Priester bekamen 5 Liter am Tag. Kleine Beamte nur 1. Heute ist es umgekehrt. 4000 vor Christus erfinden die Ägypter, die Cleverle vom Nil, den Wein. Der bleibt aber nur den höheren Ständen vorbehalten. Bei denen besteht sogar die kulturelle Pflicht, sich an hohen Feiertagen bewusstlos zu saufen, weil das angeblich den Göttern näher bringt. Muss man sich mal vorstellen. Der Pharao, seine Priesterinnen und Priester sowie die höheren Hofbeamten, breit wie Überseekoffer. Das Volk trinkt weiterhin Bier. Dann ziehen die Griechen mit dem Weinbau nach. Wein gehört zum täglichen Leben, allerdings nur mit Wasser verdünnt. Im Verhältnis mindestens 1:1. Weinschorle, soweit das Auge reicht. Wer pur trinkt, gilt als Barbar. Darüber hinaus hat der Wein natürlich eine mystische Bedeutung. Der Rausch gilt als Link zwischen dem Göttlichen und dem Irdischen, als Mittel zur Förderung der Erkenntnis. Damit der Grieche aber nicht nur aus religiösen Gründen einen zwitschern darf, erfindet er das Symposion. Er erklärt das Symposion zum gesellschaftlich legitimierten Trinkgelage. Auch der Chef hält mit. Alexander der Große, ein Erzsäufer vor dem Herrn, verliert bei einem Wettsaufen 40 Mitzecher. Die eine oder andere Schlacht muss sogar verschoben werden, weil der Chef mal entgiften muss. Kommen wir zu den Germanen. Die sind so blöd, dass sie nur Bier kennen. Ihre Götter stellen sich als ekstatische Wesen vor und den Himmel als Braukessel. Ungelogen. Denn wie bei allen anderen alkoholverwertenden Gesellschaften ihrer Zeit gehört auch bei ihnen der Rausch zur Religion wie das Amen in die Kirche. Es besteht sogar Rauschzwang bei kultischen Feiern und, Obacht, ebenfalls Rauschzwang bei politischen Versammlungen. 19. Jahrhundert, wir springen. Bier gilt nicht mehr als Grundnahrungsmittel und damit bildet sich folgender Tagesablauf heraus. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen, sprich die Feierabendsauferei ist erfunden. Wein ist noch immer für die etwas Betuchteren und gilt nicht als Volksgetränk. Darum schlagen die Romantiker auch so zu. Als Romantiker ist man ja eh was Besseres. Außerdem ab 1 Promille aufwärts lässt es sich gleich nochmal so wahr, schön und gut romantisieren und herumschwärmen. Manch einer schwärmt sich sogar zu Tode. Studenten stellen fest, dass die Nachwirkungen eines Besäufnisses sich wie ein Katar anfühlen und launig, wie Studiosi nun mal sind, nennen sie das Ding Kater. Hätten Sie das gewusst? Nein. Sehen Sie, deswegen machen wir das ja. Jetzt kommt etwas sehr Interessantes,
die alkoholische Relativitätstheorie. Gesellschaftlich akzeptiert ist die Aufnahme der richtigen Alkoholiker zur richtigen Zeit. Was genau richtig ist, ist relativ und hängt vom aktuellen Kulturkreis bzw. der herrschenden Trinkmode ab. So kräht bei uns kein Hahn danach, wenn sich Papa nach der Tagesschau ein Bier aufmacht. Greift Papa allerdings zur gleichen Zeit im arabischen Raum zum Flaschenöffner, sieht das Ganze schon wieder anders aus. Da sieht der Muezzin sofort relativ rot. Aber bleiben wir bei alkoholisch durchtrainierten Kulturen wie der unsrigen. Wenn Frau Kröger um 10.30 Uhr mit den Worten "Auf meine baldige Beförderung" im Großraumbüro eine Sektflasche entkorkt, ist das relativ unauffällig. Kollegen gratulieren, würgen erst ihren Sozialneid und dann den Sekt runter. Und mit einem Pegel von 0,3 bis 0,8 sieht die Beförderung der dummen Kuh Kröger schon rosiger aus. Würde Frau Kröger um 10.30 Uhr mit den Worten "Auf meine baldige Beförderung" eine Flasche Doppelkorn aufschrauben, man würde sie relativ schief ansehen, obwohl es im Prinzip um den gleichen Vorgang ginge, nämlich um die Aufnahme von Alkohol in die Blutbahn zur Feier einer baldigen Beförderung. Aber in Büros, Lehrerzimmern, Amtsstuben wird nun mal Sekt gereicht, weil a. leere Sektflaschen nicht ganz so dumm auffallen wie leere Wodkaflaschen, denn Sekt gilt fälschlicherweise nicht als das Alkoholikergetränk schlechthin, obwohl er das Standbein des Frauenalkoholismus ist. Nochmal lesen. Obwohl er das Standbein des Frauenalkoholismus ist. Die typischen Vertreterinnen des Sektalkoholismus trifft man massenweise in jeder Langzeittherapie. Sie schwafeln hartnäckig von hin und wieder am Piccolo. Ausschließlich für den Kreislauf. Und haben dabei Leberwerte wie der späte Boris Jelzin. Sekt am Arbeitsplatz wird auch vom Arbeitgeber toleriert, denn der kluge Ausbeuter weiß, dank Kohlensäure und Zuckergehalt fährt die Asti-Pisse so schnell und spritzig ins Hirnkastel, dass die Arbeitnehmer kicherig und albern werden. Sektlaune. Und nicht etwa auf die Schnapsidee kommen, unter Absingen schwermütiger Arbeiterlieder die Produktionsmittel in ihre Gewalt zu bringen. Daher übrigens auch die alte stalinistische Formel: Dienst ist Dienst plus maximal Sekt und Schnaps ist Schnaps. Weiter mit unserer Relativitätstheorie. Bezeichnen wir Alkohol, sei es Piccolo, sei es Clara, als psychotrope Substanz und somit wahrheitsgemäß als Droge, müssen wir auch folgerichtig dieses Szenario entwickeln. Frau Kröger betritt um 10.30 Uhr das Büro, ruft ihren Satz mit der Beförderung und reicht dazu Tabletten, Joints und Spritzbestecke. Das Befremden wäre grenzenlos. Eventuell würde sogar die Beförderung zurückgenommen. Auch eine schlichte Wasserpfeife statt Sekt würde für Aufsehen sorgen. Genauso gut könnte Frau Abdullah im arabischen Großraumbüro um 10.30 Uhr eine Flasche Klosterfrau Melissengeist auf den Tisch des Hauses knallen und mit den Worten "Auf meine baldige Steinigung". Das ist Relativität, Leute. Mehr zum Thema, wie dröhnt eigentlich der Muslim im nächsten Buch. Ja. Ich springe mal so ein bisschen. Es werden natürlich sämtliche Fachtermini, Suchtdruck oder Craving, Risikotrinker und so weiter, das wird ja alles erklärt. Spiegeltrinker zum Beispiel sorgen dafür, dass ihr System gleichbleibend versorgt wird. Das reicht ihnen aus, mehr muss nicht sein. Deswegen können sie jahrelang sozial unauffällig ihren Verrichtungen nachkommen. Wenn sie nun durch einen dummen Zufall, plötzlicher Krankenhausaufenthalt, feststecken in einer verschneiten Berghütte ohne Bar, von ihrem Minimum abgeschnitten werden, nehmen wir Oma Mäume, die täglich ihren Klosterfrau trinkt. Nun bricht sich Oma
den Oberschenkelhals, kommt ins Krankenhaus und dort wird nicht schlecht gestaunt, wenn Oma plötzlich voll auf Turkey ist. Man fragt, Oma, trinken Sie etwa? Und dann muss der Krankenhausseelsorger gerufen werden, um Oma Mäume schon beizubringen, dass sie drogenabhängig ist. Hier ist so eine Szene, ich kann ja nicht gut Hessisch, aber er hat sie nur mal auf Hessisch geschrieben. Da geht es darum, um den Realitätsverlust des Trinkers. Frau Marita, 40 Jahre alt, hessische Hausfrau und Mutter, fühlt sich irgendwo nicht so ganz und lässt deshalb einen Check machen. Der Doktor, tja, Frau Marita, Ihre Laborwerte geben mir Anlass zur Sorge. Trinken Sie regelmäßig Alkohol? Ich doch nicht. Die Werte müssen von was anderem kommen. Vielleicht habe ich was Falsches gegessen. Gestern gab es Fisch und ich dachte noch, der schmeckt aber komisch. Alkohol trinke ich so gut wie gar nicht. Mal eine Pigolöche für den Blutdruck. Moins. Naja, manchmal abends gläsische Wein zum guten Essen. Oder wenn ich auf einer Feier bin. Meine Schwester hat neulich Hochzeitstag, da habe ich 3 Gläschen getrunken. Können die Werte da davon kommen? Nein. Ihren Werten nach müssen Sie regelmäßig trinken, und zwar nicht nur einen Piccolo. Und nicht nur zum Hochzeitstag Ihrer Schwester, den Werten nach trinken Sie regelmäßig und viel. Ich bin doch kein Alkoholiker. Sie können sich ja mal Wohnung ansehen, alles tipptopp. Mein Haushalt ist im 1A-Zustand, bei mir können Sie vom Boden essen. Nur weil ich mal morgens oder mittags Piccolöche trinke. Bei uns ist alles im Lot, mein Mann hat seine Arbeit. Und wann er abends nach Hause kommt, dann trinken wir zusammen Fläschchen Wein. Schorle, gespritzt mit Wasser. Ich trinke nie harte Sache. Höchstens mal nach einem besonders fetten Essen. Aber sonst nie. Wir haben gar keine harte Sache im Haus. Und wenn, dann nur für Gäste. Wenn die nach einem fetten Essen was zur Verdauung haben wolle, nur was zum Anbieten sozusagen. Aber ich gehe da nicht dran, so gut wie nie. Ich könnte es an 10 Fingern abzählen, wann ich mal unter der Woche harte Sache trinke. Ansonsten nur Wein oder Piccolo. Ich könnte mir das auch gar nicht leisten, so viel wie ich zu tun habe. Mein Haushalt ist in Schuss, bei mir können Sie vom Boden trinken. Und nur von dem einen Gläschen am Abend kriege ich dann solche Werte. Vielleicht ist was mit meinem Leben. Vielleicht ist da ja genetisch irgendwas labil, dass das Gläschen so anschlägt. Ich habe da erst neulich einen Artikel drüber gelesen. Ich glaube, es war ein Wild und Hund oder Frauenflasch. Oder liegt es wirklich an Frau Maritas Genen, dass ihre Hände feinschlägig zittern? Ist vielleicht das Fischgericht schuld an ihren Leberwerten? Oder ist tatsächlich Alkohol im Spiel? Sollte Frau Maritas unschuldiger Blick aus den blutunterlaufenden Augen, die in Teebeutel große Tränensäcke eingebildet sind, etwa lügen? Schalten Sie auch nächste Woche ein, wenn Sie Frau Marita sagen hören, kümmern Sie sich lieber um die Penne im Park. Und jetzt freue ich mich sehr auf meinen heutigen Gast, meine Damen und Herren, eine großartige Kabarettistin und neuerdings Bestsellerautorin. Begrüßen Sie Martina Brandl. Jetzt bin ich ein bisschen aufgeregt. Kannst du hessisch? Ab und zu, aber nur, wenn ich eine Piccolöche trinke. Ja. So, du hast nun gerade Berlin verlassen. Ja, das ist richtig. Und bist in die Wildnis gezogen, wo du auch hergekommen bist. Genau, zurück in den wilden Süden. Geislingen an der Steige. Wo der Klinsmann herkommt, der Jürgen. Da sind wir falsch stolz drauf. Ja, das wäre ich. Du bist ja Kabarettistin, hast du glaube 5 Programme, ne? Ja. Und das 4. oder 5. heißt, genau wie dieses Buch, hat aber thematisch nichts damit zu tun. Das ist richtig.
Warum? Du willst mich bestimmt fragen, warum es nichts thematisch damit zu tun hat, ist wieder eine andere Frage. Aber es heißt Halbnackte Bauarbeiter, weil es einfach ein schöner Titel ist, der lustig ist und der hat sich bewährt. Und ich glaube, wenn ich irgendwann mal ein Kind kriege, nenne ich das auch Halbnackte Bauarbeiter. Ich bleibe einfach bei dem Titel. Da würde es aber das Kind Halbnackter Bauarbeiter nennen. Oder Halbnackte Bauarbeiterin. Wenn es ein Mädchen ist, Halbnackte. Und wenn es ein Junge ist, Halbnackter. Kann man das? Das kann man. Kind so nennen? Ich weiß es nicht. Ja, erzähl doch mal, worum es in dem Buch geht. Das ist ja eine schöne Liebesgeschichte. Kann man so sagen. Also das geht eine Frau, die heißt Ute Nierbach, die ist 38. Ich sage auch gleich vorweg, es gibt keine Ähnlichkeit mit lebenden oder toten Autorinnen, die dieses Buch geschrieben haben. Und die lebt in Berlin zufällig. Und, sieht nach Geislingen. Nee, das tut sie dann im nächsten Buch wahrscheinlich. Vielleicht. Nee, und das ist eigentlich eine Frau, die ist ein bisschen eigenbrötlerisch, muffelt sie vor sich hin, sie hat kein Interesse an Karriere, sie hat auch kein Interesse an einer festen Beziehung oder an einer Familie. Woran sie aber sehr wohl Interesse hat, ist Geschlechtsverkehr. Also sie hat sozusagen sexuellen Notstand. Und das ist ja auch gar nicht so einfach zu beheben in der Stadt wie Berlin. Also ich habe auch schon festgestellt, es ist in Berlin sehr schwer. Also man wird eigentlich nur angesprochen, wenn man sich, ich kann deinen Computer reparieren, auf die Brust tätowiert. Ansonsten nicht, weil die Berliner schicken, hippe Mitte-Bars, da sind die Leute so mit Coolsein beschäftigt, dass Flirten wahnsinnig schwer ist. Dann aber eines Tages passiert es dann doch und da fängt das Buch auch an und da würde ich auch direkt einsteigen wobei wollen. Wobei man noch sagen muss, sie wohnt in einer unfreiwilligen WG mit Kirsten, ja, die ihr doch auf den Sack geht. Die geht ihr auf den Sack, weil Kirsten ist so eine Frau, die eigentlich so eine typische Frau, wie sie in anderen Frauenbüchern vor. Also Kirsten ist so eine Brigitte-Leserin, glaube ich. Die ist so immer lustig und flippig und modern und hat immer einen Scherz auf den Lippen und möchte auch immer gerne mit Ute so, haha, so Mädchengespräche führen und so lustig beim Frühstück sitzen. Und Ute hat eigentlich gar keinen Bock drauf. Er war mir schon aufgefallen, als ich aus der Haustür auf die menschenleere Straße trat. Lasziv lehnte er an einem parkenden Auto in der kalten Mainacht und ich fragte mich, was macht so ein attraktiver junger Mann mitten im Frühling ausgerechnet vor meiner Haustür? Sollte er nicht bei seiner 18-jährigen süßen kleinen Freundin sein oder cool in irgendeiner Lounge herumhängen, um sich eine zu suchen? Während ich das dachte, hatte ich plötzlich das Gefühl, er hätte eben in diesem Moment meine Gedanken gelesen. Denn er blickte mich unverwandt an und verzog den linken Mundwinkel zu einem ganz kleinen, spöttischen Lächeln. Vielleicht kannst du das mal simulieren, das ist sehr schön. Ich fühlte mich ertappt, schämte mich ein wenig und versuchte mich dafür zu bestrafen, indem ich im Kopf ausrechnete, wie minderjährig ich damals hätte schwanger werden müssen, um heute seine Mutter zu sein. Schließlich konzentrierte ich mich wieder darauf, mich zu erinnern, welche Soße meine Mitbewohnerin Kirsten auf ihren Döner haben wollte. Als ich bei Sahara ankam, fiel es mir wieder ein, gar keine. Dafür ohne Zwiebeln, ohne Gurken und Tomaten, nur wenn in der Mitte der Strunk rausgeschnitten war. Ich kenne niemanden, der so komplizierte Bestellungen aufgibt wie Kirsten und normalerweise weigere ich mich, sowas von einem Dönerverkäufer zu verlangen. Inzwischen war ich schon wieder auf dem Rückweg mit meiner dünnen Plastiktüte voll Döner, Schokolade und lauwarmem Becksbier und in 10 Minuten fing Golden Girls an. Von Weitem sah ich, dass meine kleine Sexfantasie sich von seinem Auto gelöst hatte und direkt auf mich zukam. Ich war froh, dass ich, bevor sich unsere Wege kreuzten, in den Hauseingang abbiegen konnte, aber gerade als ich den Schlüssel ins Schloss steckte, sprach er mich an. Willst du nicht mitkommen? Mein Wagen steht gleich um die Ecke in der Tiefgarage, du könntest ja für heute Nacht meine Fremdenführerin sein. Genau 3 Gedanken schossen mir durch den Kopf. 1. Das ist definitiv deine letzte Chance, mit jemand ins Bett zu gehen, der unter 40 ist und noch alle Haare auf dem Kopf hat. 2. Wenn du Glück hast, sparst du dir den Club und ihr macht's gleich in der Tiefgarage. 3. In 6 Minuten kommt Golden Girls.
Ich stammelte irgendwas von Clubs sind eigentlich nicht so mein Ding, es ist schon spät, ich bin nicht richtig angezogen und ich hasste mich für jede einzelne Silbe, die ich da ausstotterte. Okay, schade, sagte er, ich bin morgen auch noch hier, vielleicht laufen wir uns ja nochmal über den Weg. Er machte ein paar ganz langsame Schritte rückwärts und winkte verträumt. Ich wischte mir unauffällig den Sabber vom Mund und drehte mich wieder zur Haustür. Plötzlich spürte ich seinen Atem an meinem Hals. Ich ärgerte mich zu Tode, denn zu so einem Moment gehört natürlich auch ein Duft. Und ich war mir sicher, er trug das atemberaubendste Aftershave, das je eine notgeile Frau gerochen hat. Aber erbarmungslos kroch die Dönerwolke aus meiner Tüte an uns hoch. Und es stank erbärmlich. Nach Fett, nach Knoblauch und nach 7 Jahren keinen anständigen Sex mehr gehabt. Als ich mich endlich traute, mich zu ihm umzudrehen, stand vor mir Johnny Depp. Also fast. Genau dieselben braunen indianischen Augen, diese lässige Frisur, die sagt, es ist mir egal, wie meine Haare aussehen, solange ich sie schütteln kann. In der Mitte der zum Reinbeißen muskulöse Hals, drunter eine Jeansjacke und wieder etwas weiter oben der leicht spöttische, halb geöffnete Mund. Der Kerl hatte sogar erotische Zähne. Das gibt's. Ich konnte die ganze Zeit an nichts anderes denken, während er hauchte. Weißt du was? Ich will überhaupt nicht in einen Club. Ich will hier bleiben, bei dir. Ich habe dich gestern vom Hotelzimmer aus gesehen und heute den ganzen Tag gewartet, bis du rauskommst. Kann ich denn auch diese Stellen haben, wenn ich hier schon immer... Ja, klar. Pass auf. Kannst du mir noch mal den Ansatz geben? Ich konnte die ganze Zeit an nichts anderes denken, während er hauchte. Weißt du was? Ich will überhaupt nicht in deinen Club. Ich will hier bleiben. Bei dir. Ich habe dich gestern vom Hotelzimmer aus gesehen. Und heute den ganzen Tag gewartet, bis du rauskommst. Das war jetzt aber mehr Bud Spencer als Johnny Depp. Okay, man kann das auch zu Hause sehr schön in verteilten Rollen lesen. Also, es peppt vielleicht das eine oder andere Sexleben wieder auf. Oh, ich habe noch einen Satz. Ich nahm meine knisternde Imbisstüte in die andere Hand, wie um Zeit zu schinden, und dachte an meine hungrige Mitbewohnerin, an einen gemütlichen Abend auf dem Sofa und daran, dass ich mir seit 5 Tagen die Beine nicht rasiert hatte. Und dass ich nur noch 3 Minuten hatte, bis Golden Girls anfing. Er streckte mir seine braun gebrannte, von 3 makellosen Adern durchzogene Hand hin und sagte: Komm. Was jetzt geschah, kann ich nur auf die hirnvernebelnde Wirkung schieben, die der Dönerdunst anscheinend auf meinen Geist ausübte. Oder ich erinnere mich falsch. Jedenfalls muss es eine andere Frau gewesen sein, die ich jetzt sagen hörte: Ein andermal gern. Wie in Trance durchschritt ich die gläserne Eingangstür und ging geradeaus in den Aufzug. Dennoch, ich konnte nicht anders. Ich musste mich nochmal umdrehen. Er stand immer noch da, traurig, unbeweglich, während die Aufzugstür sich langsam schloss. Der Döner war kalt, Golden Girls hatte schon angefangen und ich wusste, wenn ich oben wäre, würde ich erstmal die Unterhose wechseln und mir dann eins in die Fresse hauen. Blieb, also es ist eine Party, sie sitzt auf dem Klo. Ich blieb zurück im Badezimmer und schloss die Tür. Die Klobrille war außen mit einem bunten, expressionistischen Motiv bemalt, das von Miro hätte sein können. Und als ich mich setzte, stellte ich fest, dass sie ergonomisch geformt war. Ich fragte mich, ob man mit dem Bemalen von Klodeckeln womöglich mehr Geld verdienen konnte als mit dem Layouten von Werbeanzeigen. Dann überlegte ich, wie viele 4x4 cm große Schwarz-Weiß-Anzeigen für Stützbandagen ich gestalten musste, um mir so eine Klobrille leisten zu können. Bei mir zu Hause hatte ich seit 12 Jahren dieses billige Teil von Tchibo.
dass mein Ex-Mitbewohner Micha damals schief montiert hatte, sodass man immer mit dem rechten Schenkel das kalte Porzellan berührte. Sie kennen das, ne? Der Schibo wird ja viel gekauft. Ne? Haben die überhaupt noch Kaffee? Während ich da saß, fragte ich mich A, warum man neuerdings Badezimmer nicht mehr abschließen kann. Party. Und B, warum man in solchen Bädern prinzipiell neben einem riesigen Fenster hockt, das keine Jalousien hat. Außerdem fragte ich mich, was mich dazu getrieben hatte, solche Unmengen von belgischen Waffeln mit literweise Kaffee runterzuspülen, wo mir doch hätte klar sein müssen, dass man von so viel Fett auf nüchternen Magen Dünnpfiff bekommt. Ich zog daraus aber die Lehre, dass ich erstens nie wieder vor dem ersten Toilettengang das Haus verlassen würde und zweitens, ja, ich konnte auch ohne die obligatorische Zigarette. Und zwar ordentlich. Immerhin ging es schnell, wahrscheinlich aus Angst, es könnte jemand reinkommen und fragen, was ich da tat. Natürlich ließ sich das Fenster nicht kippen. Und natürlich stand auf dem Fensterbrett eine ganze Armada von Topfpflanzen und Badekugelbehältern, die ein anderweitiges Öffnen verhinderte. Viel schlimmer war meine dritte Feststellung, die ich nicht zum ersten Mal machte. Junge Menschen haben keine Klobürsten. Wieso? Wahrscheinlich, wenn man so schön und so jung ist, dann klebt da einfach nichts. Oder die nehmen was dafür ein. Oder die essen einfach nichts. Oder nur Flüssiges. Evian und Sojadrinks, dachte ich, während ich mit Klopapier unter Wasser ging. Die Musik wurde lauter und der karierte Anzug stand in der Tür. Der mit den schwarzen Haaren und der eckigen Hornbrille, den der kleine Neiddrache in meinem Kopf schon beim Reinkommen mit den Worten »Lieber alt sein, als so scheiße wie der« abgefackelt hatte. Jetzt stand er 2 Meter groß hinter mir, fragte ehrlich lächelnd, ob er mir helfen könnte. Und mir fiel nichts Besseres ein, als »Mir ist mein Handy reingefallen!« Wortloses Tür zu klappen. Das ist eine tolle Stelle. Naja. Wie machst du die nicht? Also jetzt ich lese die nie, nee. Ich finde, sie ist einfach absolut perfekt gebaut, mit immer noch so einem kleinen verschlimmernden Ding hinten dran. Ich liebe sowas. Ich werde ja immer gefragt, ob das biografisch, autobiografisch ist und ich sage immer nö. Also ich lese nur die fiktiven Stellen. Ja, dann lies mal. Ja, dann lese ich mal. Hatten Sie nicht eben woanders gesessen? Schön, dass diese Spiegeltrinker rotieren. Wir springen jetzt ein Stück, ein gutes Stück voran, weil wir müssen ja durchkommen mit dem Buch. Ja, wir müssen ja sagen, was da passiert ist. Genau. Alles. Und Ute hat sich überreden lassen, von Kirsten auf eine Party zu gehen, die in der alten Schmiede stattfindet. Es ist allerdings eine Party von Politikwissenschaftlern. Man weiß nicht, warum sie das in der alten Schmiede machen. Und da hat sie einem jungen, für sie zu jungen Mann ihre Telefonnummer gegeben. Und danach war ihr das furchtbar peinlich. Sie haben sich dann eine Weile ge-E-Mailt und sie hat sich also lang geziert, sich mit ihm zu treffen. Schließlich tut sie es also doch und hat jetzt ein quasi Blind Date und ist furchtbar aufgeregt und sitzt nun mit dem jungen Mann im Auto. Man saß nun plötzlich relativ dicht beieinander in einem geschlossenen Raum im Auto. Und ich wünschte mir das erste Mal in meinem Leben in einem Cabrio zu fahren. Ratlos ging ich im Kopf alle möglichen Gesprächsanfänge durch. Schönes Wetter heute. Du bist also Fußballfan? Und was macht das Schmiedehandwerk? Die Schmiederei? Was schmiedest du denn gerade? Pläne? An der Stelle musste ich grinsen und sah aus dem Fenster. Hohe Wohnblocks glitten vorbei.
Ich war ihm dankbar, dass er nicht das Schiebedach öffnete. Das Letzte, was ich jetzt gebrauchen konnte, waren zerzauste Haare. Schlimm genug, dass mir der Sicherheitsgurt die rechte Brust abquetschte. Dabei war das meine gute. Die andere hing etwas tiefer. So tief, dass ich mir bald angewöhnen musste, stets die linke Hand in den Nacken zu legen, wenn mich jemand nackt sah. Das kennt ihr auch, ne? War mir klar. Meine Oberschenkel drückten sich auf dem gepolsterten Autositz breit, aber das hätte in Hosen noch erbarmungsloser ausgesehen. Mit einem Kleid ließ sich das besser kaschieren. Ich musste nur die Füße auf die Zehenspitzen stellen und den Stoff zwischen meinen Knien flattern lassen. Was die Waden anging, fühlte ich mich absolut sicher. Ich hatte mir mit 3 verschiedenen Rasierern die Haare entfernt. Zum Epilieren waren sie zu kurz gewesen und für Enthaarungsschaum hatte dann die Zeit nicht mehr gereicht. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Der ist sympathisch, jung. Wie, ist es auch wieder scheiße? Also nicht Kermit der Frosch, einfach, der ist schon Prinz. Der muss sich nicht erst noch verwandeln. Nee, ist okay. Ich bin ein bisschen aufgeregt, gestand er plötzlich, ohne mich anzusehen und lächelte. Echt? Fragte ich gespielt erstaunt zurück und kam mir wie ein Schwein vor. Es entstand eine unangenehme Gesprächspause. Ich versuchte, mich locker zu machen. Warst du denn noch lange da auf der Party? Bis um 5. Nachdem die Letzten gegangen waren, habe ich noch geholfen, aufzuräumen. Gehört das zu deinem Job? Reagierte ich viel zu schnell und schämte mich im selben Augenblick für den dämlichen Satz. Er war schließlich keine Putzfrau. Nein, nein, antwortete er anscheinend unbeeindruckt. Ich war sowieso mehr zufällig da. Ich denk mal, ich wollte einfach nicht allein nach Hause. Warum wollte er nicht allein nach Hause? Hatte er Angst im Dunkeln? Fühlte er sich einsam, nachdem ich weg war? Ging es nur um sexuellen Notstand und es war ihm egal, wen er abschleppte? Hauptsache nicht allein nach Hause? Ich schon, sagte ich fröhlich und war wieder in der Sackgasse. So kamen wir nicht weiter. Wenn ich dabei blieb, immer nur aus voller Deckung heraus kleine Testballons steigen zu lassen, hatte der arme Junge keine Chance. Eigentlich wollte ich schon immer mal auf die Pfaueninsel, sagte ich gut gelaunt. Ich hab's nur nie geschafft. Ich legte den Mittelfinger an die Nasenwurzel, um die Brille hochzuschieben, bis mir wieder einfiel, dass ich heute Kontaktlinsen trug. Naja, das hört sich jetzt dramatischer an, als es ist. So wahnsinnig beschäftigt bin ich auch nicht. Ich strich das Kleid auf meinem Schoß glatt. Eher wahnsinnig träge. Deswegen hat es auch so lange gedauert, bis ich mich mit dir treffen wollte. Ich tue mich generell schwer mit Entscheidungen. Das Kleid habe ich 4-mal anprobiert, ehe ich es gekauft habe. Völlig beknackt. Ich hätte schon nach dem 3. Mal wissen können, dass es mir passt. Hier hielt ich in meinem kleinen Monolog inne und schob mir eine Haarsträhne hinters Ohr. Du bist wirklich beknackt, dachte ich. Das ist genau das, worauf Männer stehen. Psychoprobleme und Klamottenkauf. Am besten beides zusammen. Das ist ein tolles Kleid, sagte er. Das hätte ich auch gekauft. Ich mag es, wenn Frauen Kleider tragen. Meine innere Stimme höhnte, solange sie nicht selber tragen will. Sie bewegen sich dann anders, schwärmte er. Das muss ein tolles Gefühl sein, wenn der Stoff so über die Haut fließt. Ein verkappter Schwuler, schrie meine innere Stimme aus vollem Hals. Der will zu einer ganz anderen Pfaueninsel, der weiß es nur noch nicht. Deswegen fühlt er sich zu älteren Frauen hingezogen. Der sucht eine Mutti, ich hab's gewusst, ich will aus dem Auto raus. Also eigentlich, ja. Was ich nur eben sehr bedauere, ist, dass wir ja schon wieder fast am Ende sind und nur noch eine ganz kurze Szene. Von mit verstellter Stimme? Ja. Meine, du, ich könnte dich jetzt richtig reinreiten und die Stelle zitieren, wo du über den Kölner, über die Kölner Sprache sprichst. Das wäre echt fies. Ja, deswegen mache ich das auch nicht. Das ist nett. Mhm. Also wer das wissen will, muss das Buch leider kaufen. Was hältst du denn von der Stelle, wo du die alte Dame so schlecht behandelst? Ja, dann würde ich die lesen, ja. Damit du... Nee, ich bin die alte Frau. Sie, ja. Du liest die, ich mach dir die alte Frau und das lese ich dann ganz natürlich. Wo beginnen wir? 26. Mhm.
bis 27. Also ihr steigt in die U-Bahn. Die nächste Bahn kam, ne? Frustriert bist du, nicht? Ja. Ja, ich war destruktiv. Ja, ich hatte schlechte Laune. Die nächste Bahn kam und wir stiegen schweigend ein. Der einzige freie Platz war auf einer Bank, auf der eine ältere Frau mit ihrem Dackel saß. Links von ihr hatte sie drei Pennymark-Tüten aufgepflanzt und rechts von ihr saß der Dackel. Entschuldigung, sagte ich und forderte sie mit einem Blick auf, Platz zu machen. Sie ignorierte mich. Hallo, sagte ich etwas lauter und deutlicher. Button! Sie funkelte mich hinter ihrem verschmierten Kassengestell an. Wir würden gerne sitzen, beharrte ich. Sind da ja noch freie Plätze, wo gibt's denn sowas? Na, die kam mir gerade recht. Sollte sie mich nur anmeckern. Ich wohnte lange genug in der Welthauptstadt des Anschnauzen, dass ich meine Lektionen gelernt hatte. Pass mal auf, Mutti, ja? Entweder du machst jetzt Platz oder ich setz mal auf die Töle. Jetzt bin ich gespannt, Jürgen. Nun fing sie an, durch den ganzen Wagen zu kreischen. Na, ich fass es ja nicht. Na, arme alte Frau von Sitzscheuchen. Schuppi, was sagst du dazu? Fragte sie den Dackel. Wenn er könnte, wetterte ich zurück, würde er sagen, hättest du in der 8. Klasse besser aufgepasst, müsstest du jetzt nicht bei Pennermarkt einkaufen. Die Bahn hielt an der nächsten Station, die Frau schnappte sich Tüten und Köter und stieg aus. Ich rief ihr noch ein fröhliches alte Vettel hinterher. Mein Tag war gerettet. Martina Brandl. Dankeschön. Vielen Dank. Das war wieder mal Was liest du? Unsere lange Buchnacht im WDR. Heute mit den beiden Werken Alk von Simon Borowiak und Halbnackte Bauarbeiter von Martina Brandl. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und wir sehen uns nächste Woche wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.